Ich selbst bin als Kind nie an einer Universität gewesen. Ich wusste um die Existenz von Universitäten, wusste aber sicherlich in dem Alter der Kinder, die an unseren Ferienbetreuungen teilnehmen, gar nicht genau, was Universitäten waren. Ich glaube, dass das Besondere für die Kinder hier bei uns zu sein ist, dass sie es dürfen. Dass sie hier einfach sich tummeln dürfen, dass sie hier spielen dürfen, wohl wissend, dass es eigentlich kein Kinderspielplatz ist. Und ich glaube, dass das auch für die Kinder etwas Ungewöhnliches ist, in der Nähe des Arbeitsplatzes, in der Nähe der Eltern ihre Ferienzeit verbringen zu dürfen. Guten Morgen. Ja, alles gut? Kennen Sie ihn noch? Ja, klar. Mein Name ist Uwe Kossmann und ich arbeite seit 2003 als Koordinator bei ProKids, der Familienservice. Ein Sinn und Zweck der Kinderferienbetreuung hier auf dem Campus ist es, vornehmlich die Zeit zu überbrücken, in denen die Eltern noch im Dienst sind, aber die Kinder schon in den Schulferien sind. Ja, die Kleine schauen, ob sie sich akklimatisieren. Ah, das geht. Ich bin nicht ganz sicher. Eine Stunde. Ja. Meine Tätigkeit ist eigentlich bei Beginn der Kinderferienbetreuung zu großen Anteilen schon passiert. Die Logistik zu übernehmen, die gesamte Organisation zu übernehmen, die Betreuerinnen auszuwählen, das Aufsetzen der Honorarverträge, Anweisung von Honorarzahlungen etc. Diese Arbeit erledigt sich nicht von alleine und wer sollte sie tun, außer ich? Ich war doch vorige Woche am Freitag bei der Tochter mit der Mutter mit dem Schlaganfall. Ein großer Bestandteil meiner Tätigkeit im Familienservicebüro sind Beratungsgespräche im Bereich der Weitervermittlung von Hilfe zu Pflegeangehöriger. Und wenn man von Pflege spricht, meint man die Eltern unserer hier Bediensteten. Ist das Dezernat 3? Sicherlich ist also ein Sinn und Zweck meiner Tätigkeit auch, die Familie als Familie zu entlasten. Magst du BVB? Ja, klar. Ich auch. Ja, klar. Ich bin Bayern-Fan. Oh Gott. Ich bin BVB-Fan. Oh ja. Ja, ich beobachte schon die Reaktion der Kinder auf die Erwachsenen und umgekehrt. Wie man gegenseitig aufeinander reagiert. Kannst du das lesen? Ja. Der alltägliche Mensagang, diese große Räumlichkeit, die vielen Menschen, diese Laufbänder, diese Riesentabletts, mit denen sie eigentlich nicht immer umgehen können, weil ungewohnt. Das ist, glaube ich, schon spannend und abenteuerlich für die Kinder. Ich glaube, dass ein Bestandteil meiner Berufswahl, soziale Arbeit zu studieren, schon vorausgesetzt hat, mit Kindern gut klarkommen zu wollen. Ja, die einmal so zeigen. Zeigen soll ich das? Nein, das, die Kamera. Ach so. Die Kamera, die gibt's doch gar nicht. Doch, da ist sie doch. Ach, die ist doch gar nicht da. Da ist die Kamera. Ich tue so, als wenn die gar nicht da ist.